Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und wir testen heute neues Make-up zusammen. Ich freue mich mega auf dieses Video heute. Ich habe einen neuen Hintergrund und der wird wahrscheinlich niemals faltenfrei sein, weil er wunderbar geknickt aufs Schönste hier angekommen ist. Wir testen heute zusammen neues Make-up und zwar ein paar Produkte, die ich mir neu gekauft habe und eine Sache, die ich schon so lange in meiner Schublade habe, dass wir das jetzt endlich mal zusammen machen müssen, habe ich Foundation schon drauf und da habe ich diese hier aufgetragen. Auch die habe ich mir jetzt neu nachgekauft. Das ist die Fit Me Foundation von Maybelline, die 110. Ich hatte vorher die 105, die dunkler ist als die 110. Und auch meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Und zwar habe ich dafür das hier benutzt. Das ist von Train It Up, der Fiber Brow Gel Filler in der Farbe 010. Und ich habe auch nur das verwendet und sonst nichts. Das mache ich nämlich im Alltag auch immer so. Und heute möchte ich gerne einen Look schminken, wie ich ihn auch im Alltag tragen würde. Also nichts super Heftiges mit krasser Cut Crease oder sowas. Das gibt es heute hier nicht. Das könnt ihr ja in ganz vielen anderen Videos hier auf meinem Kanal finden. Außerdem habe ich vorher, bevor ich die Foundation aufgetragen habe, wo ich immer noch nicht weiß, ob das die richtige Verwendung dafür ist, von Revolution das Hyaluronic Hydrating Essence Spray aufgetragen. Das riecht so lecker nach Grapefruit. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mein Gesicht fertig, bevor es weitergeht. Und dann benutze ich von Love den Hatice Schmidt Bronzer und trage den jetzt erstmal auf mein Gesicht auf. Einfach, um das so ein bisschen mehr aufzuwärmen und dem ein bisschen mehr Kontur zu geben. Ich nehme das so für beides. Meine Haut sieht heute leider etwas trocken aus. Ich weiß nicht, was heute los ist. Lasst euch davon auf jeden Fall nicht irritieren. Nachdem ich jetzt wieder ein bisschen lebendiger aussehe, kommen wir jetzt zum allerersten neuen Produkt für mich. Und zwar habe ich von Reval de Lubiang aus der Korean Trends Limited Edition das Rouge Cushion. Diese Limited Edition war bei uns überall eigentlich ausverkauft. Und dann waren wir gestern woanders und ich habe im Rossmann einfach einen kompletten unberührten Aufsteller gesehen. Und dann kann man das halt hier so öffnen und dann ist da so ein kleiner Schwamm drin mit Produkt getränkt. Das fühlt sich irgendwie an, als wenn das eh nur Produkt schlucken würde. Deswegen lege ich das mal beiseite und trage das jetzt mit so einem Stippling Brush auf. Also diese, die so ganz viele kleine Pinselchen hier vorne haben. Oh, wow. Ich nehme das jetzt mal für beide Seiten und gehe nicht nochmal rein. Ich bin da so vorsichtig reingedippt in das Produkt. Okay, ich blende das jetzt mal ein. Blende das Ganze jetzt nochmal aus. Aber es dauert natürlich halt immer. Und ich wollte wissen, wie alltagstauglich das jetzt hier ist. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen drüber und baue nochmal auf. Also ich finde, ich sehe jetzt sehr frisch aus. So richtig glowy. Eine Mischung aus Lachsfarben und Pink. Das ging jetzt aber auf jeden Fall doch recht schnell und gefällt mir wirklich gut. Könnt ihr es glauben, dass ich diese Palette vor einem Jahr gekauft habe und sie nie benutzt habe? Und zwar die Kiso Palette. Die sieht von innen so aus. Es sind Lidschatten drin und zwei verschiedene Highlighter. Ich feiere die Farben total, ich feiere die Namen total. Wie gesagt, heute gibt es hier nur einen Look, der sehr alltagstauglich ist. Ich gehe als erstes in die Farbe 1991, das ist dieser Cremeton hier und trage das erstmal über mein gesamtes bewegliches Lid auf. Dann benutze ich diese Farbe hier, die nennt sich Hype, das ist so ein Senfton und den trage ich jetzt in meine Lidfalte auf. Okay, die sind auf jeden Fall gut pigmentiert, aber ich hatte ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ich habe sie wirklich nicht mal geswatcht, aber natürlich schon viele Looks von anderen gesehen. Ich benutze jetzt die Farbe Rose Gold, die da, und gebe die mal auf mein gesamtes bewegliches Lid. Dann gehe ich jetzt in den Highlighter hier. Das ist die Farbe Khaleesi, übrigens aus Game of Thrones. Und den setze ich jetzt einfach nochmal hier in meinen Innenwinkel ganz schnell. Dann möchte ich jetzt noch kurz ein bisschen was von der Farbe London nehmen und die nur hier außen so ein bisschen drüber geben. Nicht besonders ordentlich. Und zum Schluss möchte ich in diese Farbe gehen, die nennt sich Vampire. Und die trage ich einfach mal außen auf, um das ein bisschen dunkler zu machen.
Und unten trage ich jetzt noch die Farbe Oktober auf. Und noch ein bisschen Vampire drüber. Noch kurz ausblenden. Nichts Besonderes. Einfach nur, damit da keine so krassen Kanten mehr sind. Total gut im Alltag zu integrieren. Und generell finde ich, sind alle Farben hier alltagstauglich. Auch das Blau kann man super kombinieren. Ich gebe jetzt noch was von Khaleesi, also dem Highlighter, auf meine Wangen auf. Kommt, ich mische auch noch ein bisschen Marshmallow rein. Das ist der andere Highlighter. Okay, Khaleesi ist definitiv zu dunkel für meine Haut. Also Marshmallow ist für mich persönlich im Gesicht besser. Khaleesi ist viel zu dunkel und zu warm. Ich sehe richtig hier, ist es so richtig gräulich, wenn ich von vorne gucke. Wenn das Licht drauf fällt, sind wahrscheinlich beide Seiten schön, ja. Und jetzt wird's spannend. Ich habe aus der Selm Limited Edition das hier noch gekauft, weil ihr das auch alle empfohlen habt. Und zwar das Eyeliner Kit. Da sind nämlich gleich drei Produkte drin. Und zwar einmal ein Gel-Eyeliner Pinsel und nochmal ein Eyeliner Pencil so. Also quasi ein cool Kajalstift. Ich möchte mich an den Gel-Eyeliner ran trauen. Ob das so eine gute Idee ist? Wahrscheinlich nicht. Machen wir es trotzdem. Auf jeden Fall. Also hier ist das kleine Töpfchen. Das ist so ein dünner Pinsel. Okay. Für diesen Schritt nehme ich das übrigens, by the way, zurück, dass das hier für mich so easy alltagsmäßig sein soll. Weil das ist es definitiv nicht. Mit Schlupflidern ist es sowieso immer noch mal schwieriger. Und wenn man halt auch schon Fältchen hier in diesem Bereich hat, ist es halt auch echt schwierig, da quasi eine gerade Linie zu ziehen. Ich habe da für mich so ein bisschen Technik entwickelt, wie ich trotzdem diesen Wing machen kann. Ich werde jetzt noch meine Wimpern biegen und tuschen mit der Catrice Iconista Lash Millionizer Warrior Mascara. Ich liebe die. So krasse Wimpern. Fast als würde ich Fake Lashes tragen. Jetzt werde ich noch den Shine 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 Lip Gloss hier von Essence auftragen. Das ist die Nummer 05. So into it. Ich muss sagen, ich finde den Pinsel mega gut. Ich kann mir den sogar auch als Augenbrauenpinsel sehr gut vorstellen. Der Eyeliner selbst hat mir auch gut gefallen. Ich weiß natürlich jetzt nicht so genau, wie lange er halten wird. Das Make-up wird mir bei 32 Grad gleich eh wegschmelzen. Ich muss sagen, es ist ungewohnt, mich so zu sehen. Aber früher habe ich immer Eyeliner getragen. Vielleicht muss ich das mal wieder häufiger machen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu. Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich konnte euch inspirieren, motivieren, unterhalten, wie auch immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe nicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!